So, ach ja, klar, die war ja wieder oben. Grüße. Grüße. Was? Achso. Das sah für mich immer aus wie eine Frau. Nun, was habt ihr herausgefunden? Hat er ein paar Papiere zurückgelassen? Einen Beweis dafür, was in Shuzuras Stadt vor sich geht? Er hat die Höhle tatsächlich als Hauptquartier für einen Schmugglerring genutzt. Shuzura ist sprachlos. War Rakat dort? Ja, er war dort. Ich habe ihn getötet. Er wird kein Problem mehr sein. Einfach mal so frei heraussparen. Es gab eine Zeit, da kannte Shuzura jede Intrige, jedes Gerücht und jede Geschichte in ihrem Dorf. Und jetzt? Jetzt kann sie nicht einmal mehr einen Halunken wie Rakat verbannen. Vielen Dank, Reisende. Bitte sprecht mit Tasia. Sie wird euch etwas Geld für eure Dienste anbieten. Vielen Dank. Ihr nicht. Diese war schon lange vor euch hier. Ja, was ist denn hier los? Hör mal ruhig her. Ihr habt dieser Gemeinschaft ausgezeichnet gedient. Danke, Tasia. Hat der Shuzura nicht etwas von ein paar Münzen gesagt? Alter, jetzt bettelt doch noch nicht mal drum. Ich mach das für lau. Hier, bitte sehr. Ich weiß, dass Shuzura schwierig im Umgang ist. Daher wird Tasia tun, was sie nicht kann. Serenias Weg wird von hellen Monden erleuchtet. Und das alles euretwegen, Reisende. Von diesem Tag an seid ihr in unserer kleinen Stadt immer willkommen. Ich bin ja auch die Mondgeweide. Ja, kein Wunder, dass die Monde hier erscheinen, weil ich hier bin. So, abgeschlossen Srenja. Srenja, hier sind wir für dich. Srenja, Rang 49. Srenja. Wir können hier weiterziehen, Srenja, weil wir hier fertig sind. Ein Buch ist in der Nähe. Aber auch die Bücher werde ich im Moment loslassen. Weil Bücher will ich möglichst auch so finden. Ist die Musik neu? Übrigens, wenn ihr mit Vulk hier wacht seid, was wir irgendwann mal sein werden, dann kann das unter Umständen passieren, dass... dass da ein Ork euch einfach so hinterherläuft. Echt über die gesamte Linie. Die sagt, wisst ihr, wie lange das gedauert hat, bis ich euch gefunden habe? Das ist die, die einen nach Orsinium führen soll. Scheiße, das ist eine Kanone auf Spatzen schießen, die Ambulanzgeber. Ne, die sind echt so, die wollen einen diese Quest aufzwängen. Ich weiß nicht, ob das in anderen Hauptstädten auch so ist. Oder nur in der einen Hauptstadt, aber da ist es definitiv. Ist das auch ein Skiver hier? Ne, das ist ein Adler, ne? Ja, das ist ein Adler. Oder Falke. Ich glaube ein Adler allerdings. Jetzt kommt mir nicht vor wie von, das ist ein Falke oder ein Seekopfadler. Das hier ist Tamriel. Das ist, wenn denn, ist das ein Schnitterfalke. So. Alter, ganz schön viele Stufe 41 Skiver hier. Was ist denn los? Rattenproblem. Aber echt, oh Mass, hier sind ja überall welche. Die haben aber echt Loot dabei, ne? Das ist ja unglaublich. Ihr könnt es aber richtig Hartlederfetzen sammeln, dass es fetzt. Oh, komm mal, ein Schnitter, geil. Ich hätte mir den gerade mal etwas genauer angeschaut. Und ich glaube, den hätten sie sogar noch ein bisschen detaillierter darstellen können.
Naja, dafür gibt es SweetFX. Das funktioniert allerdings unter Fraps nicht, deswegen kann ich das euch nicht zeigen. Den Wischrand von Sredia entdeckt. So, Sprecher funktioniert nicht so richtig. Ist die Frage, wollen wir nach Düne? Weil Düne sieht so ein bisschen aus, als wäre das der nächste Weg nach... zum Kaiserreich, nach Cyrodiil. Wir sind echt fast durch mit Schnittermarkt, ne? Das ist ja unglaublich. Das ist ja cool eigentlich, weil... Dann können wir mit der Hauptquest mal irgendwann weitermachen. Ich habe übrigens herausgefunden, in einem Forum, dass wir, wenn wir fertig sind, auch Folgequests in hier hinbekommen. Dann kehren wir, praktisch, ich glaube nach Hagstein eigentlich nicht, dann kehren wir nach Bankeurei und gehen in diesen Weg entlang, rückwärts. Und wenn wir dort fertig sind, gehen wir diesen Weg entlang. Wir können also alle Gebiete bereisen. Also wir werden mit diesem Charakter definitiv noch in Veteranenränge aufsteigen. So, ich möchte mal darüber. Da sieht es interessant aus. Aber das dauert natürlich noch einige Folgen. Wir sind jetzt bei 600, glaube ich. Wir werden wahrscheinlich mit über 1000 Folgen allein schon aussteigen. Also ihr habt richtig, richtig viel zu tun und zu schauen. So viel steht fest. Ich hab zu tun, ihr habt zu schauen. Ihr setzt euch bloß nach hinten. Ihr lehnt euch zurück und lasst euch unterhalten. Clipbrutjäger. Fast hätte ich gesagt Clipgurt, aber es sind Clipbruten. Es ist wieder... Ne, es sind Ziege. Schon wieder hoffen, was es gibt. Und was sind das? Durzok. Was ist denn das hier? Das ist mir ein bisschen zu voll hier von Feinden. Die Schlange konnte gerade fliegen, habe ich genau gesehen. Hier ruckelt es gerade so ein bisschen. Ups. Das Morgengrau... Das Morgenau Ruinenlager entdeckt. Ja, ja, hör auf dich immer zu spawnen. Alter, ein Zauberer. So, ich möchte mal einen Def. Einen Todesschuss haben, also nehme ich den mal wieder. Diese Ability ist gar nicht mal so übel. Wo führt's denn hier runter? Zum Weltboss Schnittehensch. Okay, da will ich ja natürlich nicht hin. Ich hole mir mal eben das Dwemer-Erz hier. Gut, hier kommt man wieder zurück. Das ist also eine umgekehrte Abkürzung nach unten. Alter, was haben die dabei? V
voll das übelste Zeug. Vor allem, wo haben Wespen denn bitte schön schweres Material her? Ist ja nicht übertrieben. Ach toll, ich wollte gerade... Scheißfisch, ich wollte gerade hier gucken. Da, da. Das ist die Quest, die uns hinterher rennt. Die führt uns nach Orsinium. Orsinium werde ich, glaube ich... Das ist ja eigentlich egal, ne? Ja, Orsinium zeige ich später. Das machen wir nach der Hauptquest. Hey, die Geschichte von Meister Zurayim, Teil 2. Und ein Rucksack mit Adamandit. Doch, da kommt man auch lang. Da gehe ich jetzt auch hin. Da müsste eigentlich auch gleich... Vielleicht rennt uns gleich jemand entgegen. Die Arena von Tisrini entdeckt. Der Sprecher ist leider nicht da, deswegen muss ich das leider übernehmen. Dominienwachen. Teilnehmender Zauberer? Die Magie dieser Khajiit ist ungeschlagen. Rettet eure Würde und gebt jetzt auf. Diese wird Champion der Zauberersparte sein. Ja, viel Spaß. Das werde wohl ich sein. An alle Gläubigen? Alter, was geht denn hier ab? An alle, die das Licht der Monde verehren. Fasst Mut und hört die Worte der Mondklerus. Unsere Forschungen haben den Standort einiger... Das ist ein... Das muss auch ein Khajiit gesagt haben, ne? An alle Gläubigen. An alle, die das Licht der Monde verehren. Lasst Mut und hört die Worte... Fasst Mut und hört die Worte der Mondklerus. Unsere Forschungen haben den Standort einiger Ruinen bestätigt, die bis in die Tage der ersten Mähne zurückgehen. Jazen-Yizir oder Jodeslicht in Schnittermark, nördlich des heutigen Srenja. Feste Zenridi beim Scheitel der Wölbung von Topalbucht. Shazanat, Landspitze, an der Mündung des Flusses Xylo. Wir hoffen, dass sie schon bald wieder mit Mondlicht singen können. Wisset von diesen Ruinen all jene mit tapferen Herzen und starkem Arm und tut, was ihr könnt. Vielleicht werden die Gläubigen eines Tages euren Namen in den Hallen der Mondglauben preisen. Mögen helle Monde über uns alles wachen. Jodeslicht entdeckt. Was? Wie Jodeslicht entdeckt? Was ist, wo ist ein Jodeslicht? Holla, Jodeslicht entdeckt. Ich weiß zwar nicht, wo es liegt, aber egal. Kunas Grabung. Wo ist ein Jodeslicht, bitte? Ist das in Malabeltor? Ohne, dass ich das weiß. Baumhensch. Ragntar. Liebe Freunde von Bethesda oder Cinemax, könnt ihr bitte eine Suchfunktion einstellen, damit ich weiß, wo was ist? Ich finde nichts. Das ist so das, was ich mir noch wünschen würde. Ach,
Ach, Jodes Licht ist ein Verlies. Ach, sag das doch. Es ist auf der Karte markiert, es ist nicht entdeckt worden. Hum. Wir haben also eine Arena hier. Soll es aber eine Anspielung auf Elder Scrolls die Arena sein? Oh, man hört schon Anfeuerungsrufe. Und ich würde sagen, die Arena machen wir auf jeden Fall. Beim nächsten Mal. Scheißviech. Störe nicht hier die...